Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute bin ich mal ein bisschen leiser, weil ich bin hier noch auf aktiven Übungsplatz. Im Hintergrund sieht man schon ein paar Klettersachen. Die Fahne ist unten, was nicht heißt, dass doch jemand dort ist oder irgendwelche anderen Übungen durchgeführt werden, die halt nicht mit Schuss oder ja, Schussübungen zu tun haben. Ich lasse mich mal überraschen. Ich bin heute ein bisschen in schwarz gekleidet. Ich habe leider meine anderen Sachen nicht dabei. Ärgerlich. Ich versuche es trotzdem mal. Und nicht nachmachen kann gefährlich werden. Das ist grob fahrlässig. Was mich dazu reitet, keine Ahnung. Viel Spaß beim Video. Richtung gehe ich jetzt erstmal weiter. Ich so ein bisschen die Büsche als Deckung. Dann schauen wir mal, wie weit ich komme. Da ist die Schießbahn. Sieht man auch die Entfernungsschilder. Und hier ist ein kleiner Unterstand, wo die Truppe sich dann aufhalten kann. Cool. Gut. Mal gucken. Ich sagte, ich schleiche mich jetzt hier vom Waldstück zum Waldstück und habe vor, das Ganze einmal zu umrunden. Es sind ein paar Kilometer, aber das sollte ich heute noch schaffen. Cool. Signalrauch. Kann man es lesen? Das ist bestimmt alles abgeschlossen. Nee, der ist offen. Ach, das ist ein Container, ist das? Dann sind die anderen auch bestimmt Container. Da drüben scheint das Depot zu sein von diesem Platz. Da waren jetzt keine Aktivitäten, was nicht heißt. Wie gesagt, hier ist gut Aktivität. Aber heute war hier noch keiner. Von der Spuren her. Für die Bundeswehr abgeschlossen. Da geht auch Strom rein. Oh, hier ist ein Auskock. Den nutze ich mal. Da komme ich hoch. Oh, das scheinen die hier als Lager mehr oder weniger zu nutzen. Nicht zu Übungszwecke, hätte ich jetzt gesagt. Wer weiß. Ein gutes Stück habe ich schon geschafft. Es fängt allerdings jetzt an zu regnen. Fundamente. Das sieht aus, als wenn hier mal ein großer Turm stand. Aha, da guck mal was Schönes. Aber erstmal muss ich die Lage checken. Da sind wir jetzt noch ein paar Autos, da werde ich jetzt gleich hin. Den wollte ich eigentlich mich so rumschlagen. Das weiß ich noch nicht, weil nach hier hinten lang sind auch noch ein paar Sachen, die ich gerne mal angucken möchte. Und ich wollte eigentlich da hinten rum. Ich werde wahrscheinlich
mich hier nachher zurückarbeiten. Also, wie ich das sehe, auf der anderen Seite scheint nicht so viel zu sein. Gut, ja, sollen wir weitermachen. Krass. Lauter Löcher drin. Alter Schwede. Boah, dat. Boah, mal der Bus. Der Bulli, der Arme. Boah, der ist nochmal 2000 wert. Alles trocken. Großer Bus sogar. Aber der hatte mal einen Unfall. Der ist irgendwo rangeprascht. Scheiße, pisst das jetzt. Einmal Bus fahren, bitte. Küpfmark. Hab ich nicht. Wie hab ich nicht? Mal schlage ich mich nochmal da durch. Ah, hier ist auch nochmal eine Stellung gewesen. Gerade gefunden. Ich umrande doch das Gelände jetzt. Habe ich mir vorgenommen. Das Problem ist, hier ist genau ein Hauptweg lang. Mal gucken. Wird sich zeigen. Aber erstmal weiter. Ui, ich bin schon ganz außer Atem. So atemberaubend ist das hier. Ja, ich habe jetzt gerade diese Freifläche überquert und lege meinen Weg fort. Allerdings ist hier genau ein Hauptweg dran. Das ist scheiße. Mal gucken, ob der schräge Weg geht. Weil dann kann ich direkt am Platz lang gehen. Ne? Ja, natürlich geiler. Ja, sieht ganz gut aus. Das heißt, und Deckung suchen. Beobachten. Aufklären. Nicht zu sehen, nicht zu hören. Weiter geht's. Ja, hier habe ich nochmal ein paar Ersatzteile gefunden. Ich denke mal, es sind Ansaugbrücken. Und das untere könnte ein Krümmer sein. Und Bremsleitung. Ja, vor unterwegs die Ersatzteile. Scheiße Fahrgeräusche. Kann aber nichts aufklären. Verdammt. Also will ich jetzt schön in Deckung bleiben. Gut, weiter geht's. Ja, hier waren mal mehrere Stellungen. Die waren versetzt angeordnet. Sieht man das? Da hinten ist auch. Waren praktisch in die Richtung. Oder in die Richtung. Ich würde aber eher tendieren, dass sie in die Richtung die Stellung halten wollten. Hier ist auch noch mal einer, da hinten ist noch einer. Und hier eine Übungsgranate. Geschoss. Ja, das gehört leider auch dazu. Da sind schon die Häuser, die man vorhin auch schon gesehen hat. Ich weiß nicht, ob ich hinkomme. Ich versuch's. Nur für euch. So Leute, ich komme mal dichter. Da soll ein Sanitätshaus sein. Für die Übungszwecke natürlich. Ne? Gucken, hier ist ein kleiner Graben, da kann ich mir jetzt ranpirschen. Da muss ich ein bisschen aufklären. Oder ich gehe noch ein Stück weiter rum und schleiche mich durch die Büscherie durch. Und dann gehe ich dahin. Ich kläre das erstmal da vorne auf. Ich bin jetzt hier vorne. Hier vorne ist gleich noch ein Graben. Da kann ich gleich nochmal rein, Deckung nehmen und dann übersetzen. Los geht's. Aus. Mehr Details werde ich davon euch nicht zeigen. Ich sitze hier also
nicht so günstig. Gut, weiter geht's. Da sind wir. Fast geschafft. Hier vorne scheint nochmal eine Schießbahn zu sein. Verdammt, ey. Ja, ist das geil. Ist so aufregend. Gut, ich werde jetzt mal weitermachen. Da plattert aber auch. Deckung. Oh, ich habe endlich Deckung. Hui. Die Kamera leidet ganz schön hier. Ja. Wie gesagt, da ganz hinten war ja das Häuschen, wo es geschossen wird. Das ist jetzt leider nicht zu sehen. Die Fahrgeräusche sind weg gewesen. Und den Truppenübungsplatz geht ja noch eine Straße rum, eine Ringbahn. Ja, was habe ich hier? Lass mal auch mal zum Abschießen. Cool, Leute. Ich bin jetzt gerade mittendrin. Das ist aufregend. Alter Schwede. Und gleich wieder 10 Jahre jünger. Mal gucken. Ich werde mich jetzt in die Richtung weiter durchschlagen. Scheiße, die Kamera wackelt. Klappert bestimmt. Ich habe erstmal schon alles aufgeklärt. Scheint alles safe zu sein. Gut, weiter geht's. Scheiß Wind. Da ist eine Haltestelle. Hoffentlich nimmt mich ein Bus mit. Ich glaube nicht, dass mich hier einer mitnimmt von hier. Verdammte Kacke. Das nenne ich wieder mal Abenteuer. Und die Kamera spinnt. Kacke. Kacke. Das nenne ich mal wieder ein Abenteuer. Aber gut, dass ich eine Actionkamera habe. So, jetzt versuche ich noch die beiden Häuser. Und dann geht es nämlich nachher rüber im Wald und dann wieder Richtung Auto. Krass, ey. Ihr habt das bestimmt gerade gehört, das Blech da oben ist locker. Ich habe mich voll übelst erschreckt. Ich habe gedacht, da kommt einer raus, Junge. Ja, hier ist jetzt mal im Moment ein bisschen trocken. Das plattert ganz schön. Aber ich habe einen Regenanzug an. Da war ihm was. Scheiße. Verdammte Kacke. Da ganz hinten. Da war ich ja vorhin. Da geht nochmal ein Weg rein im Wald. Da war ein Licht zu sehen. So, jetzt habe ich hier Gebäude ausgemacht, von wo ich erstmal beobachten kann. Hier habe ich gute Deckung, leicht erhöht und kann erstmal aufklären. Und Leute, da hinten, da steht noch ein Panzer. Ist der aktiv oder nicht aktiv? Da habe ich jetzt ein Problem. Scheiße. Scheiße, steht echt ein Panzer. Verdammt, ey. Aber den haben die mich sowieso schon geortet. Ja, Wärmebild und weiß der Geier was. Ja, ich werde mal hier erst mal was trinken. Und Ruhe bewahren ist das Wichtigste in diesem Fall. Alter Schwede, ist das Hammer. So ein geiles Wetter, ey. Die Spuren sind hier auch schon etwas älter. Da muss ich mal nicht durch den Regen täuschen lassen. Ne? Gut, ich werde erstmal, wie gesagt, hier verweilen. Ja,
Da, Leute, könnt ihr das Licht sehen? Scheiße. Sagt doch, hier ist immer irgendwo einer. Verdammt, was mache ich denn jetzt? Das ist genau bei der Schießbahn. Es war vorhin noch nicht an. Ich sehe das Auto mich da zu dem Teil hingefahren. Naja, ich werde hier schon mal irgendwie wegkommen. Wenn nicht, spiele ich aber mit. Mit einem Stück Holz in der Hand und dann. Dat. Ja, Scherz beiseite. Linse, ich bin jetzt an einem Aufstellteil und ich zeige euch nochmal. Da ganz hinten, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da ist das Licht an. Ich werde mich jetzt hier rübersetzen und Wald lang gehen zum Panzer. Gut, bis dahin erstmal. Ich glaube das nicht, ich habe ihn. Da ist er. Das Licht ist immer noch an. Panzer ist es ja nicht. Krasser Kopf. Mal gucken. Krass, ich bin drin. Karabelle. Blind, ich kann nicht rauskicken, aber hier sind die zum Gucken, wenn die Klappen zu sind, man kann da vorne die Dinger zumachen, dass man hier nicht drauf schießen kann und dann guckt man hier da durch. Krass, schöne alte Technik. Ja, wartet mal, ist noch nicht besser. Hier drin sicher. Vor grobem Geschoss geschossen. Reinlegen, Kumpels. Lass gerade mal ein paar Lämpchen. Geil. Ja, Leute, damit möchte ich mich jetzt auch verabschieden. Das war's für heute. Jetzt habe ich nur noch den Rückweg zum Auto. Der wird auch nochmal so spannend. Da wird nichts mehr weiter zu sehen sein. Deswegen hier aus der Büchsendose, sag ich mal, werde ich mich jetzt mal verabschieden. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!